Und der erste Redner ist nun Michael Bernhard von der FPÖ Niederösterreich. Wir gehen in die Debatte ein. Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat Michael Bernhard. Ich erteile dieses. Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, Frau Bundesminister, Herr Staatssekretär, Kollegen des Bundesrates, sehr geehrte Damen und Herren auf der Galerie und vor den Bildschirmen. Raus aus den Fossilen und rein in die Erneuerbaren. Verantwortungsvoller Umgang mit unserer Umwelt und dessen Ressourcen. Ausbau der Energieeffizienz. Vollständiger Verzicht auf Kohlekraftwerke und Atomkraft. Innovative Energiezukunft und saubere Mobilität. Ja, für diese Punkte stehen wir Freiheitlichen. Ja, diese Punkte standen auch schon im Regierungsprogramm der türkis-grün-blauen Regierung. Ja, diese Punkte sind auch im Erneuerbaren Energieausbaugesetz enthalten. Leider fehlen aber wesentliche Inhalte, die bereits unter türkis-blau für uns unverrückbar und inhaltlich berücksichtigt waren, die uns eine Zustimmung unmöglich machen. Einer dieser fehlenden, für uns freiheitliche, unverrückbaren Punkte, die Nichtgewährleistung der Energieversorgungssicherheit. Als Freiheitliche, als gewählte politische Vertreter stellen wir uns schützend vor die Bevölkerung, um unser wunderschönes Heimatland zu erhalten und zu schützen, den Wirtschaftsstandort und damit Arbeitsplätze zu sichern. Damit zeigt sich, dass die Türkisen von den Grünen sich über den sogenannten Tisch ziehen ließen und gefährden damit den Wirtschaftsstandort, Arbeitsplätze, den sozialen Wohlstand, die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder. Es ist richtig und wichtig, auf den Energieträger Wasserstoff aufzubauen, um die Integration von erneuerbaren Energien zu unterstützen, was daher ein wesentlicher Faktor für das Gelingen der Transformation der Energiesysteme darstellt. Wasserstoff soll die Netzstabilität durch dezentrale Elektrolyse zu einer Langfristspeicherung von erneuerbaren Energien unterstützen. Gleichzeitig soll mit einer kosteneffizienten Produktion von Wasserstoff der Ersatz von fossilen Energien in die energieintensive Industrie vorangetrieben werden. Nicht nachvollziehbar und unverantwortlich ist es, dass gleichzeitig mit den ERG nicht auch ein neues Regelwerk fürs Gas vorgelegt wurde. Nicht nur wir Freiheitliche, sondern viele Experten sind der Meinung, dass dies dringend notwendig ist, weil die Energiewende ohne grünes Gas nicht funktioniere. Meines Wissens noch, Herr Staatssekretär, wollen auch Sie das Gas in einen Aufwasch mit Strom neu regulieren. Schließlich sei alles Energie, wenn ich Sie zitieren darf, Herr Staatssekretär. Aufgrund dessen Sie mit Ihrem Koalitionspartner, der glaubt, Klima zu schützen, zu Lasten der Bevölkerung keine Einigung gefunden haben, gefährden Sie das ganze Projekt. Auch Sie, Frau Minister, haben am 01.06.2021 Folgendes ausgesagt. Sie haben grünes Gas als wertvollen Rohstoff bezeichnet, der vorrangig in der Industrie und im Schwerverkehr zum Einsatz kommen soll. Nur ein Viertel des erneuerbaren Gasverbrauchs kann langfristig aus heimischer Produktion abgedeckt werden, erklärten Sie persönlich bei der Pressekonferenz in Wien. Sie stellten die vom Umweltministerium beauftragte Studie Erneuerbares Gas in Österreich 2040 vor. Experten der österreichischen Energieagentur, der Kepler-Universität Linz und der Montanuni Leoben analysierten dabei den Einsatz von grünem Gas aus biogenen Stoffen bis 2040 für Industrie, Güterverkehr sowie Kraft-Wärme, Kupplungsanlagen und Heizwerke. Die Studienergebnisse belegen, dass Österreich im Jahr 2040 nicht genug grünes Gas lokal produzieren wird und rund 69 Milliarden Kilowatt grünes Gas fehlen. Daher müsse zur Garantie der Versorgungssicherheit der Fokus verstärkt auf den Ausbau der Produktionsmöglichkeiten von grünem Gas liegen. Wir Freiheitliche verstehen nicht, dass Sie im Wissen der Fakten diesen Bereich blockieren. Auch die von Ihnen entsandte Expertin in den Ausschuss konnte auf meine Frage, wann denn endlich in den so wichtigen Bereich Gas ein Gesetzesentwurf vorgelegt wird, keine Antwort geben. Dass eine Servicestelle für erneuerbare Gase eingerichtet wird, für die Finanzierung dieser Servicestelle unter dem Deckmantel Grüngasförderbeitrag, dotiert mit 40 Millionen Euro, riecht nach "Wir sind alle eine Familie" mit grünem Anstrich, ohne notwendigen Auswirkungen.
Nun möchte ich noch Stellung nehmen zur immer wieder von Türkis-Grün getrommelten, dass wir 2030 in Österreich nur noch Strom aus erneuerbaren Energien haben werden. National bilanziell, denn der Strom im Winter wird nach wie vor aus Kohlekraftwerken oder Atomkraftwerken oder sonst irgendwo herkommen. Dieser zweite Halbsatz sollten Sie erwähnen und der interessierten Bevölkerung die Wahrheit zu sagen. Auf der einen Seite eine Verdoppelung der Kleinwasserkraftwerke, die Sie bis 2030 durchführen wollen. Gleichzeitig waren die Grünen in Graz aber dagegen, das Murkraftwerk auszubauen und überhaupt ein neues zu errichten. Interessant wie in Zukunft, dass dieses Doppelspiel der Grünen weitergeht. Interessant wäre auch, wie sich die einstmalige Baumankettungsbewegung, wie es um den für mich nach wie vor erfolgenden Ausbau der Wasserkraftstrategie verhalten würde, wenn zur notwendigen Versorgungsstabilität und zur Erreichung der EU-Klimaziele unbedingt ein Machfeldkraftwerk notwendig wäre oder meiner Meinung nach ist. Die zeitlichen Komponenten, was die Verfahrensdauer betrifft und die Anzahl von Kleinwasserkraftwerken umzusetzen, die Nutzung der Windkraft zu verdoppeln, das würde bis 2030 bedeuten zusätzliche 1200 Windräder. Das bedeutet, jeden dritten Tag ein neues Windkraftrad aufzustellen, wenn man das auf die nächsten 9 Jahre hochrechnet. All das sind Schritte, die wirtschaftlich so nicht umsetzbar sind, und das wissen Sie. Deswegen bleiben Sie bei den Worthülsen und kommen mit keinen konkreten Zahlen und Vorschlägen. Der nächste Punkt, Photovoltaik, 1-Million-Dächer-Programm. Für mich ein Schritt in die richtige Richtung. Aber anzumerken bleibt, dass es aber keine Differenzierung in diesem Bereich, wie man das geografisch überhaupt anlegt, gibt. Natürlich ist es auch ein Unterschied, ob man die Anlagen im Süden von Österreich baut, wo man mehr Sonnenstunden als im Norden gibt, oder im nordöstlichen oder westlichen Teil. Diese Antworten sind Sie alle schuldig. Ein wesentlicher Faktor ist natürlich auch unsere Kulturlandschaft. Was bedeutet das für unsere Landschaft, für unseren Naturschutz? Was bedeutet das für unseren Tourismus, wenn zwischen den Windparks lauter Photovoltaikanlagen stehen? Sie versiegeln die grüne Wiese, bauen auf landwirtschaftliche Nutzflächen Photovoltaikanlagen. Ein wesentlicher Punkt, den man auch in diesem Zusammenhang erwähnen muss, ist dabei natürlich auch die Flächenversiegelung. Täglich müssen damit zusätzlich 12 Hektar versiegelt werden. Das widerspricht, wenn ich Sie erinnern kann, Ihrem Ziel im Regierungsprogramm. Da steht was von maximal 2,5 Hektar drin. Ein wesentlicher Faktor für uns als soziale Heimatpartei muss auch noch angesprochen werden. Wer zahlt diese sogenannte Energiewende? Im Endeffekt zahlt sie der Bürger. Unter dem Titel Marktprämie wird der Bürger von der türkis-grünen Einsperr- und Belastungsregierung mit insgesamt 1 Milliarde Euro pro Jahr belastet. Dass es zusätzlich Green Jobs geben wird, ist lobend zu erwähnen, aber da 3/4 der Windräder und die Photovoltaikpaneele in China produziert werden, werden es keine zusätzlichen 100.000 sein. Wenn aber die Versorgungssicherheit zusammenbricht und damit verbunden der Wirtschaftsstandort Österreich gefährdet wird, sind gleich ums Vielfache mehr Arbeitsplätze gefährdet. Die 27 Terawattstunden, das ist ungefähr die Strommenge, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, die Wien in 3 Jahren benötigt, wird die durch die neuen Rahmenbedingungen des neuen ERG geschaffen werden sollen, setzt sich wie folgt zusammen. 11 Terawattstunden aus der Photovoltaik, die Windkraft mit 10 Terawattstunden, die bewährte Wasserkraft mit 5 Terawattstunden und die Bereiche Biogene, Biomasse, Biogas mit 1 Terawattstunde. Um diesen Strom auch transportieren zu können, benötigt man eine erhebliche Anpassung der heimischen Stromnetzinfrastruktur, die aber auch nicht geregelt ist. Es ist auch im Zuge der Anpassung zu überlegen, ob, so wie bereits auf niedrigen Netzebenen gelebte Verlegung von Netzkabeln, auch für Hochspannungsleitungen umzusetzen. Wir Freiheitliche stehen für Energie-, Klima-, Umweltpolitik mit Hausverstand und können diesem Gesetz aufgrund der genannten fehlenden Punkte und der Unzahl an Verordnungsermächtigungen für die Energieministerin in Regel in Einvernehmen mit den ÖVP-Bentanten keine Zustimmung erteilen. Michael Bernard von der FPÖ Niederösterreich sagt, es würden wesentliche Inhalte im Gesetz fehlen. Ihn stört etwa, dass die Energieversorgungssicherheit nicht gewährleistet sei. Viele Schritte seien außerdem wirtschaftlich nicht umsetzbar.